Frau Ministerin, in der parlamentarischen Auseinandersetzung gelten Regeln. Sie beinhalten, dass Sie Ihr Handeln dem Parlament gegenüber transparent und nachvollziehbar erläutern müssen. Und genau das, Frau Ministerin, haben Sie in der Fragestunde gestern einmal mehr nicht getan. Nein, Frau Schulze-Vöcking, insgesamt hat mich das, was Sie hier wieder vorgetragen haben, was Sie gestern vorgetragen haben, null überzeugt. Null. Das war gar nichts. Sie haben Ihre Chance wieder vertan, wirklich Aufklärung zu betreiben. Sie haben Ihr Grundprinzip beibehalten. Sie sagen nichts, Sie haben nichts gehört und Sie haben für nichts Verantwortung. Und das geht nicht als Ministerin. Mehr denn je ist seit gestern unklar, wieso wurde diese Stabsstelle eigentlich aufgelöst. Auch hier Widersprüche. Sie behaupten, dass mit der Neuorganisation die Aufgaben besser und effektiver erledigt werden können, sagen uns aber nicht wie. Eine Ja- oder Nein-Frage konnten Sie nicht beantworten, sondern Sie haben wieder drumherum geschwurbelt an der Stelle. Das macht einen sprachlos. Und stehlen Sie sich nicht immer wieder aus der Verantwortung und verweisen Sie auf Ihren Staatssekretär hier, das Lahnhof dort und wer will, kann ja selber in die Akten gucken. Meiner Meinung nach treten Sie hier als Ministerin auf wie eine Gutsherrin im 19. Jahrhundert. Frau Ministerin, Ihnen muss doch klar sein, dieses hartnäckige Nichtbeantworten dieser Frage, dass Sie damit dem Verdacht weiter Nahrung geben, dass letztendlich Ihre Entscheidung zur Auflösung dieser Stabsstelle im Zusammenhang mit einer der letzten Akten der Stabsstelle steht, die da lautet Schweinehaltung, Betrieb Schulze-Vöcking. Wenn ich heute Morgen dann nochmal wieder die Presse lese, da geht es darum, ja, waren Sie vielleicht doch noch beteiligt weiter an dem landwirtschaftlichen Betrieb? Ja, dann merke ich halt in mir, ich habe gar kein Vertrauen mehr zu dem, was Sie sagen. Ich frage mich dann, haben Sie mich an der Stelle auch schon wieder falsch informiert? Haben Sie die Minister-Ehrenkommission falsch informiert? Wenn Sie heute entscheiden, diese Fragen weiter nicht zu beantworten, werden wir unserem parlamentarischen Anspruch auf Transparenz und Information in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss durchsetzen. Dankeschön.